einfach von der Ärzten, kann ich die Leute nicht machen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Digger. Das hat jetzt keiner verstanden, hoffentlich. Der Iswo ist ja noch da, der Hannes ist da und wir haben gedacht, wir gehen mal zum Chinamann. Wir testen mal heute Sake. Ja. Der Hannes hat sich warmen Sake bestellt. Der ist hier in dieser Giraffe, nein, in dieser Blumenvase drin. Der ist warm. Wir haben kalten, nämlich hier in diesem Kännchen. Der Iswo hat sich jetzt schon einen eingeschenkt. Ich habe noch nie Sake getrunken, mit dem schenke ich mir jetzt auch mal einen ein. Ja, das sehen wir jetzt gleich, ob das geil ist. Wir sind nämlich hier die Genießer. So, Iswo, probier mal kurz deinen. Ich probiere jetzt mal, ich ziehe das nicht auf Xbox. Zieh mal kurz rein. Eigentlich auf, ja, mach halt. Und das ist es, das ist mein neues Lieblingsgetränk. Also, was heißt das jetzt? Da hat es getropft. Die alte Sau. Ja. Vielleicht, also kalt wird er schon, eiskalt wird er schon schmecken wahrscheinlich. Dann trink doch mal einen warm. Ich probiere das jetzt auch mal, weil ich kenne das auch nicht. Probier mal einen warm. Sake, das ich hab, riecht wie Heusinsoße, habe ich gesagt. Moment. Alter, du hast echt keinen Geschmack für sowas. Guck dir sein Gesicht an, dann weißt du, was abgeht. Zack. Gut. Du auch mal ein bisschen warme Sake. Zack. Wenn die Gäste schon sagen, Jungs, gebt euch, dann müssen wir das auch mal. Jetzt ist der warm. Ich liebe Sake. Aber dann nimmt man ja jetzt nur, sonst verbrennt man sich ja. Ja. Aber ich mag im Sommer gern kalt und im Winter mag ich ihn. Der schmeckt ja jetzt noch besser. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir probieren es nochmal kurz hier. Ne? Denn ganz traditionell haben wir uns angewöhnt, wenn der Iswo hier ist, dass wir immer ein Kaoloying trinken. Ich weiß es nicht, wie der heißt. Kaoloying. Das ist chinesischer Reisschnaps mit 62%. Das haben wir irgendwie, als der Iswo mich das erste Mal besucht hat, haben wir den getrunken. Gerade der noch 80%. Ich würde sagen, Pupsi, komm. Du wolltest ja mal nippen. Das ist der chinesische Reisschnaps. Der ist jetzt ultra kalt. Probier mal kurz und schmeckt's. Schmeckt aber doch nur nach Alkohol. Ich merke keinen Unterschied, gleich, genau. Schmeckt nur nach Alkohol. Okay. Und jetzt der Hannes kann sich auch mal eingönnen. Hannes, Prost. Yo. Ein Prost. Chinesischer Reisschnaps, der Kaoloying. Kaoyak. Den ziehen wir jetzt auch noch weg. Das ist alles Geburtstagswoche. Wir melden uns dann zurück beim Faxe-Tasting. Ja, wir sollten unter dem Tisch liegen. Oh, wie konnte Sandra ihr Gesicht beibehalten? Haben wir nur genippt. Ja, aber ich habe mir eben die Lippe abgefressen. Und jetzt brennt das hier auf dem Stück, wo ich keine Haut mehr an der Lippe habe. Pommes! Und was ich mir angeeignet habe, immer wenn ich beim Chinamann bin, da gibt es nämlich hier so ein Bottich mit scharfer, roter Soße. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Sambal Oleg ist oder was anderes. Sambal Oleg. Normalerweise ist das unser Bottich, aber da ist nicht mehr viel drin. Also haben wir zusätzlich diesen Bottich jetzt uns organisiert. Der Hannes war drin, hat einen Dropkick gemacht an den Zauberschrank und dann kam der raus. Der Hannes war jetzt extra nochmal drin und hat nochmal das letzte Mal das. Ein drittes Gläschen von der roten, feurigen Paste geholt. Das war das letzte. Was jetzt auch leer ist. Ja. Wir haben uns da auch nochmal ein bisschen was draufgepackt, aber nur ein bisschen, ne? Hallo, antworten. Probier mal. Riecht wie Rostbrädel. Hannes, sehr gut. So viel besser. Okay, gut. Super, okay. Wenn's perfekt ist. Also machen wir die Daumen. Ja, einfach nur sowas oder Daumen. Die Daumen ist doch cool. Ja, wunderbar. Wir sitzen jetzt im Hibu-Haus ohne Text. Hat der Iswo gesagt. Dann guckt euch mal. Schnitzel, Hawaii-Schnitzel. Schnitzel mit viel Soße. Was ist das? Rahm?
Pilz. Jetzt film doch, wie ich esse. Film. Filmsoße mit Schnitzel. Und der Hannes hat das Brauerschnitzel mit Bauernschnitzel. Bierbrauerschnitzel. Ja, das hat Spiegelei, aber keine Soße. Habe ich gedacht, bin ich schlau, nehme ich das mit Ananas und hab, es hat auch keine Soße. Der Iswo ist halt der Soßentyp. Fertig. Ich bin der Iswo. Ach, ist das schön. Was muss, das muss. Was muss, das muss. Das muss ich alles wieder ihm geben. Komm mal näher auf die Pommes. Du willst wieder, dass sie vorne in der Linse klebt. Dude, Alter, der tut nämlich immer heimlich Sachen filmen für seinen komischen Haushaltshegen. Guck mal, Salat, ich gehe sogar bis an die Gurke. Extra für dich. Also eigentlich wollte ich ja Nispo seine Geschenke überreichen, aber irgendwie haben wir uns schon wieder festgesessen. Guck. So, schmeckt doch oder nicht? Krabbertur. Freu dich doch, dass du auch mal sowas Gutes hast. Das ist nämlich Krabber, ne? Ich Krabba, kennst du schon. Komm, ich film dich, wie du das. Ich will dein Gesicht sehen. Vielleicht schmeckt es doch ganz gut. Es brennt aus hinten. Guck, ich bin schwarz und hinten ist es anders. Das ist perfekt. 40% Krabba, Moment. Pipi warm und. Wir werden wir am 17 Uhr am Freitag an. Hier dauert schnell. Der schmeckt ein bisschen nach Honig. Darf ich jetzt Bier trinken? Ich glaube, das Essen kommt schon. So eine Kacke. Oh ja. Rocket Salz. Guckt's mal, der Hannes mit der Eine Regina. Die Vagina, guck, mit Eiern. Der Iswo klaut schon wieder Salz. Und ich hab mir auch wie ist. Ja, was machst du da Salz drauf, Mann? Ich hab nur mehr eine oder zwei Zigaretten mitgenommen und die Folie wieder hinlassen. Und sie da einkaufen. Mit mehr, 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 mehr. Ja. Oh. Nee, pass auf, ich meine volle Zigarettenpackung daheim liegen. Also, nimmst, kaufst du mir welche? Pfeffermix. Ich bin mit dabei. Das ist wenigstens guter Pfeffer. Es ist ein guter Pfeffer. Es gibt wirklich schlechtere. Das Einzige, was ich davon kriege, ist Durst, aber mehr nicht. Oh, was muss, das muss. Was muss, das muss. Was muss, das muss. Was muss, das muss. Ach du Scheiße. Wo seid ihr? Wo sind wir denn aus? Ich bin bereit. Ich bin auch dabei. Bam, bam, bam. Soll ich es nochmal machen? Mach halt. Das ist sicher deine Planung. Denn bei mir ist überall alles. Wenn ich mache, sind wir alle. Oh, auf die Dicken! Ah, warte nochmal, ich hab's falsche gesagt. Wo siehst du? Erst Schnitt 1, ganz nah, zack. Und dann ist die Hand schon draußen. Noch näher, noch näher, noch näher. Bis ich so zeig, batsch. Aber du musst noch näher, sonst kann man es ja nicht zusammenschneiden. Und geh mal weiter runter in der Kamera, dass man meine Arme nicht sieht. Hä, deine Arme. So. So. Dass man zack, Schnitt und dann wie es reinbatscht, okay? Okay? Bereit? Was muss, das muss! Wie war das? Soll ich da jetzt mitgehen oder Nein. nicht? Na gut, dann mach's nochmal. Dann komm nochmal näher her, sonst sieht man das ja. Das muss ja so, dass man es nicht sieht. Okay, genau. Was muss, das muss? Was muss, das muss? Was muss, das muss? War das jetzt gut? Ja, perfekt. Zeig mal die T-Shirts. Juppie. Ja, geh doch mal ein bisschen näher hin, dass man die T-Shirts so sieht. Oh. Man sieht sie doch. Hannes, komm dazu. Hä? Ja,
Ah, hier rüber. Links oder rechts? Was denn? Ja. Okay. So, kenn ich schon Wurst-Achim, ne? Guck. Wurst-Achim, mehr kenn ich nicht. Eigentlich warte ich nur auf dem ISPO. So. So drückst du es dann wieder die Aufnahme aus, aber es da ist immer noch... Da komm mal ein Stück näher her. Warte, ich komm langsam angerobbt. Ja. Jetzt seid ihr drauf. Na dann, Prost. 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 Prost, Prost. Okay, passt. Also es läuft jetzt schon. Ich muss nur kurz die Schuhe noch ausziehen, dann bin ich bereit. Nur kurz die Schuhe noch ausziehen, ja? Okay? Also hast du das schon aufgenommen oder was? Ja. Achso, ne Scheiße, ich war noch gar nicht bereit. Ja, wir müssen erstmal was trinken da. Warte mal, erstmal eins zu machen. Ah, du bist gut. Gute. Also ich bin jetzt bereit, jetzt geht es los oder was? Ah, das sind die Brunnen wieder. Okay, jetzt hau rein. Jetzt hau rein. Das sind ja Brunnen. Nein, das sind keine. Wenn alles da weg ist, dann mach ich jetzt. Filmst du, Mann? Ja. Das mal schräg filmen, querfilmen, dass ich jetzt ein Video verwenden kann. Genau. Du kennst die Kette anders. Querfilmen. Wie denn? So? Hatte ich doch gerade! Okay, gut. Und los geht's. Alter! Okay, wie filmst du noch? Ach du Scheiße! Hast du es gefilmt? Hat er. Ich bin total besoffen, ey.